Ihr Lieben, da war gestern, also am Sonntag, ganz schön was los in der Vaporizer-Welt. So, dass ich mich hier dazu berufen fühle, ein eigenes Krautcloud-Spezial Hot News zu produzieren. Nun, was war geschehen? Storz und Bickel hatte über mehrere Tage eine Werbekampagne auf den firmeneigenen Social-Media-Accounts gefahren. Hier wurde dann täglich eine neue Werbekachel veröffentlicht, auf der dann häppchenweise Informationen präsentiert wurden. Das sah dann so aus. Wer bei Instagram dann aber die Hauptseite von Storz und Bickel im Blick hatte, konnte sehen, wie sich mit und mit ein Bild vervollständigte, was dann die Umrisse eines neuen Gerätes zeigte. Das sah dann so aus. Alleine daraufhin wollte ich ja eigentlich diese Sondersendung machen, um einmal mit euch zu besprechen, welche Informationen wir hier entnehmen können und was uns da auf der für morgen angekündigten Keynote von Storz und Bickel erwartet. Dann sollte es aber gestern im Laufe des Tages zu einem echten Knall kommen. Ein Reddit-User namens Brandbert hatte im öffentlich zugänglichen Produktkatalog von Storz und Bickel die komplette Palette der Produktfotos für das neue Gerät gefunden. Seitdem geht es in den Vape-Foren hoch her und wie es so ist im Internet, sind die Bilder wohl auch nicht mehr einzufangen. Nun, rechtlich ganz wichtig, der User gibt eindeutig an, die Bilder im öffentlichen Raum der Webseite gefunden zu haben. Und da sie für solche Aufruhr in der Szene sorgen, möchte ich sie in diesem Video journalistisch mit euch besprechen. Also, heute lohnt sich das Dranbleiben doch wieder einmal besonders. Heute gibt's richtig heißes Zeug aus der Gerüchteküche. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der Krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapers Kraut Cloud. Ihr Lieben, wie in meiner Anmoderation gesagt, explodieren auch zur Stunde noch immer die Foren und alle reden über den Neuen aus dem Hause Storz und Bickel. Der erst morgen Abend um 18 Uhr in einer Keynote von Storz und Bickel der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Also wenn ihr daran interessiert seid, der Stream ist auf YouTube auf der Seite von Storz und Bickel schon on und ihr könnt da schon die Glocke für den Start aktivieren. Natürlich erst, wenn ihr ja fertig geschaut habt. Nun, in den Foren glühen wie gesagt die Leitungen. Und wie man es heute von modernem Internet gewohnt ist, sind alle Fanboys und Hater gleichzeitig am Start und hauen sich gegenseitig die Mütze ein. Die einen können es nicht erwarten, das neue Teil in Händen zu halten und spucken auf alle Geräte, die nicht schwarz-orange eingefärbt sind. Und die anderen wünschen denen, dass sie am Plastik ersticken mögen. Ich werde es nie verstehen. Aber es ist nun mal, wie es ist. Nun möchte ich aber hier einmal kurz mit euch darüber reden, was diese geleakten Bilder, was wir diesen technisch entnehmen können und worauf wir uns beim Venti, so heißt er, einstellen können. In meinem kurzen Fazit zu diesem Video möchte ich euch dann einmal eine steile These untermauern, die ich hier schon mal in den Raum baller. Seit vielen Jahren nun schon wabert ein mythisch anmutendes, aber nie gesehenes Wesen durch die Vape-Welt. Der Mighty Killer. Ladies and Gentlemen, nun, ihr Lieben, sitze ich hier mit dem Bildmaterial ein wenig in der Zwickmühle. Einerseits darf ich die Bilder aus dem öffentlichen Raum journalistisch besprechen und so auch zeigen. Andererseits
bin auch ich jemand, der mit Bildrechten Einkommen generiert und ich halte das Recht am Bild für ein wirklich hohes Gut. So habe ich mich dazu entschlossen, hier meist geblurrte Bilder zu verwenden, in denen ich nur den Teil scharf schalte, der für die besprochene technische Funktion relevant ist. Wenn ihr da alles scharf sehen wollt, empfehle ich die Webseite von 420 VapeZone. Hier ein ganz dickes Big Up an Troy. Jetzt aber zum Venti. Erst einmal ist seine Form blockiger als die des Mighty Plus. Er ist nicht so tief hier, dafür aber etwas breiter, was dem Handling meines Erachtens sehr zugute kommt, da der Mighty schon eine ganz ordentliche Spannweite hier hat. Ansonsten ist Aussehen natürlich Geschmackssache. Neutral betrachtet finde ich, dass der Venti durchaus der erfolgreichen Formsprache der Marke entspricht und hier auch eindeutig als neue Variante hervorsticht. Das Display ist hier beim Venti seitlich angebracht. Dieses hat wohl ein ordentliches Upgrade erfahren. Jetzt kann es mehrere Farben darstellen. Welche Informationen mit dem Farbwechsel jedoch verbunden sind, können wir den Bildern hier nicht entnehmen. Unter dem Display finden wir die S und B typischen Up- und Down-Taster. An der Mundstück abgewandten Seite finden wir dann einen Ein- und Aus-Taster. Die Kammer hier scheint auf den ersten Blick der Mighty-Kammer zu entsprechen. Beim Heizsystem wird im Moment vieles gemunkelt. Im Hintergrund eines Videos aus dem Hause Storz und Bickel ist zu hören, wie jemand von einer Doppelhelix spricht. Für mich hört sich das auf jeden Fall so an, dass wir hier eine wesentlich kürzere Aufheizzeit erwarten können. Ich bin ja sehr darauf gespannt, welche thermische Stabilität das Gerät denn auch liefert und die damit einhergeht. Wirklich echt spannend. Bei der Kühleinheit stehen wir dann scheinbar tatsächlich vor einer kompletten Neuentwicklung. Zuallererst fällt dir von außen ein Rädchen auf, welches wohl ohne Frage eine Airflow-Control darstellt. Über dieses Rädchen kann man den Zugwiderstand des Gerätes verstellen. Das halte ich persönlich für ein Riesending. Die Geräte aus dem Hause Storz und Bickel hatten schon immer die Fähigkeit, sowohl mit direkten Lungenzügen als auch mit kurzen MTL-Zügen zu funktionieren. Und hier bin ich mir ganz sicher, dass die MTL-Fraktion, also die Leute, die mittels des Gerätes eine Tüte ersetzen wollen, diese Funktion sehr feiern werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Airflow Control tatsächlich fähig ist, den immensen Spagat zwischen diesen beiden Inhalationsmethoden zu meistern. Aber wenn wir jetzt einmal genauer hinschauen, fällt uns bei genauer Betrachtung auf, dass die beiden orangen Teile der Kühleinheit glänzen. Shiny, shiny. Das lässt mich einmal stark vermuten, dass diese beiden Teile aus Metall gefertigt sind und womöglich über einen keramischen Überzug verfügen. Wenn wir jetzt bedenken, dass dieses Teil hier in die Kühleinheit eingeschraubt wird, sehen wir, dass der Dampf durch dieses metallkeramische Labyrinth geleitet wird, bevor er mit dem Kunststoff der übrigen Kühleinheit überhaupt in Kontakt kommt. Das ermöglicht eine höhere Temperatur im Vape selbst. Der Papa orakelt jetzt einmal aus diesem Bild heraus, dass der Venti die vollen 230 Grad raushaut. Das würde hier auch zum Ausdruck Boost it to the max passen. Und jetzt sag doch mal ehrlich, haben wir uns das nicht alle gewünscht? Haben wir uns nicht alle gewünscht, dass Storz und Bickel in den mobilen Geräten 230 Grad rauskaut?
Dann sehen wir hier noch, dass die Kühleinheit im Gegensatz zu früheren S- und B-Kühlern einen reichlich perforierten Metalleinsatz hat. Mit Sicherheit kann dieser ordentlich Wärme aufnehmen und mit ihren vielen Öffnungen auch noch einmal ordentlich für Verwirbelung sorgen. Unter der technischen Brille betrachtet sieht diese Kühleinheit auf jeden Fall ungeheuer spannend aus. Nun hacken sich alle in den Foren wieder die Köpfe über die nicht austauschbaren Akkus klein. Ihr wisst, dass ich persönlich auch auf Wechselzellen stehe. Habe aber in mehreren Videos bereits ausgiebig dargelegt, warum ich das bei Geräten zur medizinischen Anwendung anders sehe. Ehe ihr die Firma S&B hier mit Hate und ganz harscher Kritik überseht, müsst ihr aber bitte wissen, dass diese Geräte unzähligen Menschen medizinisch helfen. Ehe diese Geräte überhaupt eine medizinische Zertifizierung erhalten, müssen sie zuerst nach der Richtlinie UL8139 Recognized for Industry Standard for Safer Electronic Cigarettes in North America zertifiziert sein. Eine der Grundbedingungen ist hier ein nicht austauschbarer Akku. Über Sinn und Unsinn dieser Richtlinie kann man nicht streiten, die stehen auf einem ganz anderen Blatt. Aber hier muss man auch mal ganz klar sehen, dass Storz und Bickel hier mit dem Rücken zur Wand steht. Die haben diese Richtlinie schon gar nicht erlassen und begrüßt haben sie die als Firma auch ganz bestimmt nicht, als die in die Welt kam. Da waren ganz andere Lobbys am Werk. Naja, aber wie gesagt, was anderes. Und wegen den Akkus hier auch nochmal. Während der ganzen Aufregung jetzt hier habe ich nun wieder einige Stunden, viel zu viele Stunden, in den Foren verbracht. Und viele Menschen berichten, dass sie bei Mighty täglich ca. 4 Füllungen verdampfen und dann erst nach 5 Jahren feststellen, dass die Akkus langsam einbrechen. Wenn wir jetzt einmal mit 0,4 Gramm pro Füllung rechnen, dann macht das fast 3 Kilogramm Material, was ihr da durchblasen könnt hier, ehe der in seiner Leistung einbricht. Da habe ich jetzt auch einige Geräte mit Wechselakkus kennengelernt, die schon weit vorher aus anderen technischen Gründen den Geist aufgegeben haben. Das muss man hier auch mal sehen, ist auch irgendwie so eine Medaille mit zwei Seiten. Also, ich bin auf jeden Fall ultra gespannt auf die Keynote morgen. Direkt danach werde ich mich ranmachen und die erste Krautcloud-Reagiert-Episode produzieren. Und euch dann ASAP hochladen auch. Und so wage ich jetzt einmal stramm. Nur nach fleißigem Betrachten der geleakten Bildern zu behaupten, dass wir hier den Mighty Killer sehen. Und ich weiß, dass jetzt viele Storz- und Pickel-Hater dicke Krokodilstränen weinen, weil irgendwie war das mit dem Mighty Killer aus deren Sicht doch anders gemeint. C'est la vie. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Hm? Es bleibt auf jeden Fall ultra spannend. Und wenn ihr all das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Und wenn euch gefällt, was ich hier mache, könnt ihr mich mit eurem Einkauf bei verdampft nochmal dem Vaporizer-Laden meines Vertrauens unterstützen, indem ihr über den Link in meiner Videobeschreibung und dann über den dicken grünen Button auf meiner Homepage bestellt. Dann bekomme ich etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Und nun wünsche ich den Leuten von Storz und Bickel für den morgigen Tag einen Happy Release, wie wir es in der Musikszene nennen. Und bei euch bedanke ich mich wieder einmal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und wünsche euch bis morgen dann alles Liebe und auf jeden Fall genug Kraut für eure Clouds. Ciao.
The sun will shine on vapors, crowd clouds, the sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs. Healthy buff in modern times. Make you feel fine, the sun will shine.